den Stoß eines Körpers gegen eine feste Wand. Und wir sagen, wie groß ist denn dann der Energieverlust? Dann muss ich ja sagen, gerade bei dem Stoß gegen die feste Wand, wenn das mit der Körper mit V0 auftrifft und mit V1 dann wieder weggeht, dann ist die kinetische Energie T0 ist m halbe V0 Quadrat, T1 ist m halbe V1 Quadrat, also ist das Delta T Energie, die nach dem Stoß vorhanden ist, und gegenüber der Energie, die vorher vorhanden ist. Also vorher ist natürlich mehr, Energieverlust ist dann positiv, T0 minus T1 ist gleich m halbe V0 Quadrat minus V1 Quadrat. Das ist der Verlust an kinetischer Energie. Und wenn ich jetzt sage, V1 ist ja nichts anderes als Epsilon V0, dann ist Epsilon sozusagen jetzt die Energieziffer, Delta T ausgedrückt durch Epsilon, m halbe V0 Quadrat mal 1 minus Epsilon Quadrat. Das müsste der Energieverlust sein. Sie sehen, mit Epsilon gleich 1 ist Delta T 0. Klarerweise mit Epsilon 0 ist alles verloren. Delta T ist gleich T 0. Die ganze Energie geht verloren. Ja, und wo steckt jetzt die Energie beim plastischen Stoß? In der Verformung. Das ist bei einem Stoß gegen eine unverformbare, feste Wand ein ganz klarer Fall. Da steckt alles, was an Energieverlust da ist, in der Verformung, in der plastischen Verformung des Körpers. Aber bei zwei Körpern ist es dann sehr verschieden, nicht? Weil die gesamte Energie ist natürlich klar. Die gesamte Energieverlust muss in Verformungsarbeit umgesetzt werden. Aber welchen Anteil welcher Körper dann übernimmt, das ist eine ganz andere Frage, die im Rahmen des Stoßes nicht ermittelt werden kann. Wir können natürlich jetzt auch sagen, naja, Impuls, wie ändert sich der Impuls? Energieverlust, gibt es einen Impulsverlust? Gibt es das, einen Impulsverlust? Impulserhaltung. Naja, es ist das also System, dadurch, dass ja die starre Wand da ist, eine feste Wand, oder eigentlich besser starre Wand, ist es ja so, dass die ja alles aufnehmen kann. Ne? Diese unendliche Masse. Daher kann man das so ohne weiteres gar nicht sagen. Aber die gesamte Impulsänderung ist natürlich Impulsänderung, weil wir es einmal nicht als Verlust bezeichnen, sondern nur als Impulsänderung. Wir könnten natürlich auch so eine Energieänderung, der 0 und der 1. Impulsänderung, das heißt, wir haben eine Änderung. Der Anfangsimpuls ist das P0 der Größe nach mv0. Der Endimpuls ist das P1, der aber natürlich so geht. Der Endimpuls ist der P1 mit mv1. Und die gesamte Impulsänderung, wenn Sie die anschauen, Impuls nachher, das ist das. Die Änderung des Impulses ist gleich dem S, nicht? Dem Antrieb der Kraft, haben wir gesagt. Das ist das P1, das ist das P0,
P0 ist das. Das ist das P1. Und Sie sehen, es muss jetzt der Antrieb der Kraft muss das Ganze. Das ist das S. Wobei, wenn Sie das S zerlegen, dann besteht da aus dem S1 und da aus dem S2. Das S1 ist ja in der ersten Periode sozusagen die Impulsänderung vom Anfang bis 0, bis zur Geschwindigkeit 0. Und das ist das Epsilon S1. Das S2, die Impulsänderung von 0, also der Antrieb von 0 bis zur Endgeschwindigkeit. Und Sie sehen dann insgesamt ist das natürlich jetzt, das wäre besser wieder rot, das gesamte S ist, insgesamt heißt das, das ist der Gesamtimpuls 1 plus Epsilon. S1. Quasi über beide Perioden dann drüber. Gleich. Also die Impulsänderung ist sozusagen jetzt additiv, nicht? Dann muss ich die beiden, der Impuls, der nachher noch vorhanden ist, der geht in die andere Richtung. Den muss ich ja auch durch den Antrieb erzeugen. Während bei der Energie die Differenz da hier als Verlust auftritt.